Grüßt euch, liebe Messerfreunde. Ja, heute mal wieder ein Video von mir, jetzt nach ein paar Tagen der Abstinenz. Ich habe jetzt wieder etwas Zeit gefunden nach meiner heutigen Fuß-OP. Werde ich wohl auch in den kommenden Tagen etwas Zeit finden. Ich sitze hier an meinem Schreibtisch mit dem rechten Bein auf dem Schreibtisch und mit den Händen auch drauf. Also es sieht wahrscheinlich relativ komisch aus, wenn es jemand von außen sehen würde. Jo, ich möchte euch heute gerne ein Messer vorstellen, das über einen Tauschdeal zu mir gekommen ist. Ich habe einen Tausch mit unserem Andi vom Kanal Andi 1878 gemacht. Vielen Dank vorab schon mal, Andi. Ich habe einen Spyderco Squeak vor nicht allzu langer Zeit gekauft und es ist angekommen und ich habe es doch auch ganz gerne immer mal wieder in der Hand und benutze es auch und habe es auch dabei. Es ist ja relativ unempfindlich, ne? Und von daher, ich habe mir dann aber daraufhin auch noch aus den USA das Spyderco Squeak Titanium kommen lassen. Vielleicht werdet ihr es beim Andi auch schon auf dem Kanal gesehen haben. Mit LMAX-Klinge und Titanbestahlung. Aber irgendwie, du packst es aus und manchmal hast du das, du merkst eigentlich sofort, ja, nee, also in diesem Leben wären wir keine große Freunde mehr. Und von daher, es wieder in die USA zurückzuschicken, war auch keine Option irgendwie. Und gut, ich wusste auch, dass es hier mittlerweile oder überhaupt out of production ist und also die Produktion davon eingestellt wurde und auch da die letzten Modelle für relativ viel Geld verkauft werden. Wollte es dann eigentlich verkaufen, der Andi meldete sich und sagte, hör mal, wie sieht's denn aus, eventuell mit einem Tausch. Und wir hatten so ein paar Szenarien durchgespielt und er hat mir dann sein Bestek Shinkansen vorgestellt und angeboten, besser gesagt. Und ich habe eigentlich sehr, sehr kurz darauf sofort zugesagt. Ich habe das Messer bei ihm und auch bei einigen anderen auf dem Kanal ja auch schon gesehen. Er sagte mir auch, absolut neu und natürlich, das ist es auch. Und inklusive Originalverpackung und allem, was dazugehört. Ja, und ich muss sagen, Andi, du hast, glaube ich, ein schönes, recht seltenes Spyderco bekommen. Und Andi, du hast einfach auch ein fantastisches Messer abgegeben. Aus der Premium, aus der Premium-Serie von Bestek Knives. Das Shinkansen vorab. Shinkansen ist ja die, diese schnell, superschnell Zug-Serie in Japan, aber auch die Strecke, das Streckennetz selber heißt auch Shinkansen. Und es sieht natürlich dann auch durch dieses Design aus wie so ein Schnellzug, also sehr, sehr rasantes Design. Diese Messer sind aus Titan gefertigt, die es in verschiedenen Farbvariationen gibt. Ich meine von Grau über Bronze über Blau, also Grün gibt es auch noch. Da gibt es viele Farbvariationen, überall diese Carbon-Inlays und ja eigentlich nichts, was das Herz nicht begehren würde. Ich selber war immer auch so ein bisschen Bestek-mäßig reserviert. Ich dachte mir, okay, jetzt kommen die Chinesen wieder mit einer neuen Marke, wieder mit einem neuen Label und wieder Titan und wieder. Und ich muss sagen, ich glaube, ich habe mich da ja doch schon geirrt, ja getäuscht. Weil das hier doch mehr ist, wie ich finde. Ich habe das Bestek Engine ja auch schon vorgestellt und auch da musste ich sagen, dass sowohl äußerlich als auch von den verbauten Materialien, von den verbauten Teilen, von der Ausstattung her, dass es schon echt viel und echt groß ist, was da eigentlich auch so verwendet wird. Dieses Messer ist relativ schlank gehalten. Ich habe hier den Real Steel Megalodon liegen, weil es mich eigentlich doch relativ schnell dieser Shinkansen auch von der Grundlinie her, also ein relativ schmaler Framelock Folder, der relativ lang gezogen ist, eine relativ schlicht und einfache Klinge hat, hat es mich doch dann auch so ein bisschen an den Megalodon erinnert. Aber wenn man sich auch mal nur die Klinge selber mal anschaut, dann ist es eine, ja, vielleicht etwas eckige Klinge, die dem Sebenza dann aber auch wiederum ähnelt. Zumal wir auch hier den pulvermetallurgischen CPM S35VN verbaut haben. Wir haben eine flach geschliffene Klinge, die, wie ich finde, letzten Endes hier unten doch relativ fein und relativ schön hinter der Schneidphase ausläuft, die aber dann auch relativ stark ansteigt. Wir haben keinen Full Flat Grind, keinen Voll Flachschliff, sondern wir haben noch eine breite Switch und auch eine satinierte Fläche, dieses ja, Beat Blast satinierten Two-Tone Finish auf der Klinge, das ich richtig gut finde, gefällt mir richtig gut, weil so eine Beat Blast Finish Klinge, ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt eine?
Ja, jedenfalls nicht so eine mattierte. Was Ähnliches habe ich noch am Custom Knife Factory Baugi, aber ansonsten eigentlich nicht. Häufig halt satiniert oder Stonewash oder ja gut, bei den Poltergeistern findet man auch mal eine gestrahlte Klinge. Jedenfalls hier sehr, sehr fein Beadblast, also sehr fein perlgestrahlt. Dazu dann noch diese angeschliffene Fläche, die Swatch. Das macht die Klinge auch sehr, 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 sehr schön, wie ich finde. Viele Marks haben wir sonst nicht drauf. Das Bestek-Logo finde ich an für sich auch recht ansehnlich. Passt auch zu diesen ganzen relativ geradlinigen Bestek-Designs. Auch das Engine ist ja relativ geradlinig gehalten. Es gibt aber auch ein paar rundere Modelle. Also auch da will ich mich jetzt auch nicht nur auf diese Geradlinigkeit festlegen. Aber dieses Design, diese Designsprache passt für mich zum Logo und überhaupt zu diesem Motto Bestek. Mir gefällt es sehr gut. Gemarkt also ist die Klinge nur mit dem Bestek Knives Logo und dem verwendeten Klingenstahl, dem S35VN. Ja, der Griff, die Griffbeschalung sowie der Clip, der Backspacer, diese Achsschraubenringe sind allesamt aus Titan gehalten. Ich bin mir bei der Achsschraube, die ich auch noch hervorheben möchte, die auch sehr schön noch gefräst wurde mit so einer Art Treppchen. Gefällt mir auch sehr gut. Ich vermute aber eher, dass die aus Edelstahl sein könnte. Also ich müsste mal einen Magnettest machen. Sollen wir mal machen? Mal schauen. Ja, ist magnetisch. Also die wird aus Edelstahl sein. Die Titanbeschalung ist hier bei diesem Modell in Bronze gehalten. Hier auch noch mit einigen Fräsarbeiten drin. Ist aber eher einfach gehalten, aber passt für mich auch zu diesem Motto D-Zug, Schnellzug und ja, sehr, sehr schön gearbeitet, wie ich finde. Wir haben hier sehr fette und ich sage extra fette, man sieht das hier bei dem Becken für den Framework, sehr fette, dicke, echt Carbon-Einlagen, also nicht nur dünne Folien oder so ein ganz dünnes Plättchen, sondern die sind hier richtig massiv auch eingeschraubt. Ja, die Bronze-Anodisierung ist ja, sehr gleichmäßig, sehr schön gehalten. Akzente bieten der blaue Titan. Ring, der hier blau anodisiert ist, sowie als auch der Backspacer und natürlich nochmal als Farbakzent der Clip, der eine ja schon sehr kräftige Vorspannung hat. Das lässt sich sicherlich noch an die Hosentasche, an den Hosentaschenrand anklippen, aber ja, ist schon sehr kräftig gehalten, das muss man sagen. Ansonsten, ihr seht, der ist 3D gefräst, das sieht sehr gut aus. Hier schaut das Lanyard noch innen heraus, kommt aber zu keiner Zeit irgendwie in die Nähe der eingeklappten Klinge. Also demnach ein Lanyard-Hole haben wir auch. Also aus meiner Sicht alles das, was ich für ein Messer brauche. Hier noch so eine Art Jimping, das aber sicherlich mehr designmäßigen Charakter hat. Also weder groß Rückmeldung noch sonst irgendwas bietet dieses Jimping. Anders sieht es hier aus. Das Jimping ist einzig und allein etwas zu tief aus meiner Sicht. Das hätten sie etwas weiter hervorheben können. Dieses Jimping ist verantwortlich oder dient dem Frontflipper, denn ihr seht, wir haben den Flipper-Tab nicht hier oben, sondern hier im vorderen Bereich. Der funktioniert auch sehr gut. Die Klinge, die auf keramischen Kugellagern läuft, fällt auch sehr, sehr weich und durch den relativ ja, was heißt relativ? Ist ein ganz normaler, guter, perfekt eingestellter Detent. Generell ist das Messer, das wie gesagt auf keramischen Kugellagern und einem keramischen Detent läuft, perfekt eingestellt, perfekt mittig. Der Detent perfekt für diesen Frontflipper. Der darf dann ja auch nicht zu weich sein, aber demnach, das Messer lässt sich also auch nicht rausschütteln aus dem geschlossenen Heft. Der Detent, wie gesagt, perfekt. Ihr seht, kommt sehr satt einfach auch aus dem Heft heraus. Das Jimping, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, hat hier also so eine leichte Wölbung, dass also auch der Finger hier bewusst man den Finger reinlegen kann. Ich selber rücke aber gerne ein Stückchen weiter nach oben auf die Kante, so geht es einfach noch etwas leichter und man kann noch etwas mehr Schwung mitnehmen, um das Messer da, um die Klinge dann aus dem Heft zu lösen. Ja, ein Steel Insert, ihr seht es hier oben drin. Ein Steel Insert ist verbaut, da sowohl als auch, man sieht das natürlich auch hier an der Schraube. Dann haben wir noch hier den Over Travel Guard hier innen zu sehen, den Überdehnschutz, dass also da auch kein Überdehnen stattfinden kann, wobei wir eigentlich hier drin ja auch noch zusätzlich dieses Carbon Fiber Inlay haben, das ja, denke ich, auch einen recht schönen Lichteffekt hat. Sieht man es darauf? Ne, auf der Lampe sieht man es etwas besser. Das ist also auch einen recht schönen
Effekt hat und sich designmäßig einfach, finde ich, auch sehr schön überhaupt in dieses Ganze hier so einfügt. Wir haben hier diese Schräge, die hier noch hochgeht. Auch hier finden wir diese Schräge dann hier parallel, diese beiden verlaufenden Linien. Dazu nochmal hier diese Einfräsungen. Da macht dann das Carbon Fiber Inlay dann auch schön Platz. Also wunderbares Design, wie ich finde. Da hat man dieses Shinkansen-Thema wunderbar aufgeschnappt. Die Innenseiten des Titans sind ganz leicht ausgefräst. Da haben wir dann so eine leichte Tasche. Das wird nicht viel Gewicht ersparen. Genauso hier oben haben wir noch so eine leichte Tasche ausgefräst. Allerdings haben wir ja dann auch hier die Aussparungen für die Carbon Fiber Inlays und dann hier oben auch noch. Das wird vermutlich mehr Gewicht ersparen als hier innen, aber gut, nehmen wir das so mit, dass sie dann also sich dann da auch noch die Arbeit gemacht haben, die Maschinenzeit auf sich genommen haben, um das dann so auszufräsen. Wie gesagt, das Becken hier auf der Seite für den Framelock Lockup hatte ich noch nicht angesprochen. Auch der ist perfekt. Ihr seht, das Steel-Insert sitzt sauber unter der Klingenwurzel, aber auch nicht mehr, genauso wie es mir halt auch gut gefällt. Dann seht ihr den Klingenanschlagsbolzen hier auf der Höhe. Der geht einmal komplett durch. Der geht einmal komplett durch und die Klinge ist hier dann ausgefräst. Und diese Fräsbahn führt dann halt genau auf oder vor oder durch die Klinge dann, dass wir also dann hier den Klingenanschlag dann haben. So demnach also haben wir dann hier keinen Klingenanschlagsbolzen. Keramische Kugellager habe ich angesprochen. Da sieht man so ein bisschen, das ist ein offenes Kugellager. Hier der keramische Detentball sitzt im Steel-Insert drin. Das Kugellager läuft sehr, sehr weich. Also es reicht ganz, ganz klein bisschen das Messer zu schütteln. Und fällt dann also auch nahezu frei. Also für ein Single Raw, also für ein einfaches, einreihiges Kugellager, bin ich da auch sehr mit zufrieden. Die fällt auch wunderbar. Sehr schöne, neutrale Handlage. Wir haben hier also nur die Aussparung für den Zeigefinger. Und ansonsten lässt sich das Messer relativ neutral halten. Aber auch eine sehr gute, eine sehr sichere Lage, ohne Hotspots in meinem Fall jetzt. Da bin ich auch sehr mit zufrieden. Ich habe es in der Küche hin und wieder jetzt auch mal abends für meine Gurken, Karotten, Paprika benutzt. Wir haben natürlich dann schon auch in gewisser Weise hier oben schon eine gewisse Spaltwirkung. Hier unten noch nicht, hier läuft es noch relativ fein auf. Und da kommen wir jetzt noch kurz zu. Hier mal so ein bisschen mittig. Schauen wir. So, wir haben hier 0,65 mm ungefähr hinter der Schneidweise. Mal gucken, ob sich es vorne. Es fühlt sich eigentlich, ehrlich gesagt, etwas feiner an. Ja, 0,6 mm hinter der Schneidphase bei einer Anfangsstärke von 3,85 mm. Wir haben eine Klingenlänge von 91, 92 mm. Hier unten geht es dann also auch glatt auf die 100 zu. Allerdings ist natürlich dann hier auch der Griff angeschrägt. Ich würde mal sagen, so um die 92 mm Klinge bei ca. 85 mm, die effektiv scharf sind. Die Gesamtlänge des Messers beläuft sich auf ziemlich genau 21 cm. Das zählt also schon in die Größenkategorie Full Size Folder, definitiv. Allerdings noch eigentlich so von der Größe her, für mich, wie ich finde, perfekt. Also so 22, 23 cm gehen natürlich auch, aber so ein bisschen komfortabler, nicht ganz zu groß, etwas führiger. Fühlt sich das Ganze dann doch so in dieser Größe an. Ich halte mal den Megalodon noch so daneben. Mal schauen. So, etwas kippen. Ungefähr gleich halten. Und dann sieht man also auch der Megalodon. Oder kann man es vielleicht so etwas besser machen? Ich versuche es mal so. So, da sieht man also, der Megalodon ist nochmal so ein Zentimeter insgesamt größer. Vom Griff her insgesamt gar nicht so sehr die Klinge, aber doch schon noch etwas. Ja, und die gesamte Haptik sehr, sehr hochwertig. Da bin ich mir sicher, dass es schon mit einigen Wii Knives mit Sicherheit auch
mithalten kann. Also hier gibt es wirklich nichts zu bemängeln, dass irgendwas zu dünn gehalten wurde oder irgendwie klappert oder irgendwie unschön oder billig sich anfühlt. Nein, überhaupt nicht. Ich bin absolut zufrieden. Ein tolles Messer, das über den Frontflipper auch natürlich zum Spielen absolut geeignet ist. Wir haben hier noch so eine Art, ja, was ist es? Ja, so eine Art Schleifkerbe. Da könnte man noch vorgreifen oder auf diese Fläche, um etwas näher an der Schneide dran zu sein. Aber es muss eigentlich nicht unbedingt sein. Auch im Hammergriff oder wenn man den Daumen drauf legt, absolut hotspotfrei, sehr, sehr schön gearbeitet. Also, wie gesagt, perfekter Detent, perfekter Zusammenbau. Der Lockup ist super, Klingenstand ist super, kann ich überhaupt nicht meckern. Wenn das Gewicht noch super ist, und ich muss zugeben, ich habe es noch nicht gewogen, ich würde aber sagen, es müsste eigentlich unter 150 Gramm haben. Gesendet, wollte ich schon sagen, geliefert wird das Messer in dieser mit Pappe verstärkter Pouch, die hier auch noch verschlossen werden könnte. Also es würde sich eventuell dann auch die Möglichkeit bieten, hier mit dem Schloss ein Messer, das nicht 42 Akkonform ist, zumindest zu transportieren. Zwei Messer passen dann hinein, einmal hier hinein und einmal hier oben mit so einem Putztuchwitz geliefert. Bisschen Silica-Gel dazu. So, Gewicht. Also ich würde sagen, vielleicht 150, vielleicht sogar noch leicht drunter. Was haben wir? Ach, herrje, 122. Wenn ich jetzt hier das Lanyard abnehme, sind wir bei 118 Gramm. Oh, ihr seht es gar nicht. Sekunde. Ihr seht es gar nicht. So, also um die 120 Gramm, da gibt es also auch von meiner Sicht her auch überhaupt nichts zu meckern. Ihr wisst also, bis 200 Gramm, denke ich, kann man im Messer mitnehmen. 180 Gramm deutlich komfortabler, 150 und weniger ist natürlich dann super, gerade für ein Titan-Framelock-Messer. Jo, so viel zum sehr, sehr schönen Bestek Shinkansen, der D-Zug von Bestek aus Titan, aus Carbon und aus S35VN mit Kugellagern und mit allem, was man sich so wünschen könnte. Vielen Dank, Andi. Ich bin hochzufrieden. Ich liebe das Messer. Ich habe es gerne mal in der Küche dabei. Ich habe es gerne mal auf der Couch dabei. Also ein absoluter Zugewinn, kann ich nicht anders sagen. Macht mir großen Spaß. So viel zum Bestek Shinkansen. Ich hoffe, die Vorstellung hat euch gefallen und ihr schaut auch weiterhin mal wieder vorbei auf meinem Kanal. Bis dahin, bleibt gesund. Ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.